Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme mit dem Gamer-PC Ryzen 5 7500F mit RX 7700 XT für 1099 Euro, runtergesetzt von 1199 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von der Grusu bei unserem Videovorschlägekanal auf Discord und da schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist das stinknormale Gehäusebild, so wie es bei Dubaro mittlerweile meistens ist. Damals hatten sie noch welche drin, wo irgendwas drin rumgewurschtelt war mit leuchtenden RAM, der nicht geleuchtet hat und solche Geschichten. Aber das passt so, ist halt wirklich nur das Gehäuse. Mit diesen Lüftern, die Lüftern leuchten auch, kommen wir auch gleich zu. Starten wir erstmal mit dem Prozessor. Das ist der AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Also wenn wir Systeme konfigurieren, packen wir da immer 6000er RAM rein, läuft auch ganz locker, sofern ihr nur zwei Riegel benutzt. Ist bei dem PC hier tatsächlich auch der Fall, da nehmen sie auch 6000er. Der Prozessor, ja, zum Zocken ganz locker geeignet, gerade wenn man nur WQAD spielt und mehr die Last auf der Grafikkarte liegt. Ihr solltet jetzt nicht diesen Prozessor nehmen mit einer 4090 auf WQAD spielen, das ist dann irgendwann, ja, halt dämlich, weil der Prozessor dann den Bottleneck darstellt. Aber in Kombination mit der Grafikkarte, die hier verbaut ist, passt das soweit schon. Wenn ihr streamen wollt, nehmt nur 8 Kerne. Sage ich immer dabei, die ganzen Hintergrundprogramme, die lasten den Prozessor noch zusätzlich aus und dann kriegt man noch eher Probleme. Aber wer wirklich nur zocken will, ist in Ordnung. Und der kostet 147,87 Euro bei 0%shop.de oder Notebooks billiger. Der CPU-Kühler ist ein Enderfy Spartan 5 Max ARGB. Den hatte ich auch schon im Test, der reicht für diesen Prozessor ganz, ganz dicke aus. Der gibt hier selber an 180 Watt, ist auch circa das, was er kann. Ich glaube, ich habe ihn auf 160 oder so gebracht und dann fing er langsam im Dauertest an, irgendwie da rumzufrotteln, also der Prozessor, weil der Kühler das nicht mehr wegschaut. Schaffen konnte. Aber dieser Prozessor hier hat 65 Watt TDP. Also reicht ganz easy, habt noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, passt designtechnisch auch gut zum Gehäuse, weil es der gleiche Hersteller ist. Ja, kann man machen. Und der kostet 24,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650S Wi-Fi. Der B650 Chipsatz reicht ganz locker auch für diesen Prozessor. Ihr könntet theoretisch auf diesem Board sogar einen 7800X3D verwenden. Würde ich persönlich jetzt so nicht machen. Aber es funktioniert technisch gesehen. Wir haben gekühlte Spannungssender, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier noch eine zweite SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr zwei Erweiterungsslots für eine Capture-Card, Audiokarte oder was auch immer ihr da reinwerfen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Die Antennen liegen auch dabei, das heißt, ihr könnt dann hinterher auch Bluetooth-Controller oder Kopfhörer damit verbinden. Ihr könnt ins WLAN rein, falls ihr kein Netzwerkkabel im Zimmer habt, das passt soweit schon. 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, ein Netz Anschluss, falls ihr doch ein Kabel im Zimmer habt und dann noch die Onboard-Grafikanschlüsse, DisplayPort und HDMI, könnt ihr jetzt hier nicht benutzen. Der 7500F bringt keine integrierte Grafikeinheit mit, ist aber auch nicht schlimm, ihr benutzt sowieso die Grafikkarte, nur zum Beispiel bei einem 7800X3D, da wäre das wieder möglich, falls die Grafikkarte mal kaputt geht, könnt ihr die Anschlüsse benutzen und wenigstens noch ein bisschen spielen und Daten sichern und so. Das Board ist jetzt echt nichts Besonderes, es gibt wesentlich bessere auf dem Markt, klare Sache, aber es ist nicht so ein Micro-ATX-Board oder was gerne mal bei so einem 1100 € PC reinwandert, sondern wirklich Full ATX, Erweiterungsmöglichkeiten, ist okay. Und das kostet 144,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB AMD Radeon RX 7700 XT, beliebiger Hersteller, wir nehmen wie immer die günstigste Variante. Grafikkarte wird nicht montiert geliefert. Das hat einfach transporttechnische Gründe. Aber es ist wirklich nicht schwer, eine Grafikkarte einzubauen und Dubaro liefert auch so eine kleine bebilderte Anleitung mit, wie ihr eine Grafikkarte da reinpackt. Also sie wird wirklich einfach nur reingesteckt, festgeschraubt, zwei Kabel dran und dann seid ihr durch. Oder je nach Grafikkarte auch mal drei Kabel oder nur eins. Bei der sind es, glaube ich, zwei Anschlüsse. Ist aber auch egal. Sehr, sehr easy. Die 7700 XT ist in dem Preissegment tatsächlich ziemlich gut. Also für Full HD und WQAD passt es, auch 4K, falls ihr nur E-Sports-Titel spielen wollt, oder könnt ihr auch 4K spielen.
Ich habe mir eben FPS das dazu angeguckt, sogar in Kombination mit diesem Prozessor, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Nur, dass ich euch mal ganz kurz zeige, zum Beispiel hier in Cyberpunk 2077, das ist halt so ein Titel, den man öfters mal zeigen kann, weil der immer noch ziemlich stark die Grafikkarten auslastet, in WQHD auf Ultra, jetzt ohne Raytracing-Gedöns und sowas, wirklich nur ganz normal, Texturen auf Ultra, WQHD, da landet ihr hier so bei 63 FPS im Schnitt. Also wenn ihr mit 60 FPS klarkommt und auch einen 60 Hz Monitor habt, dann ist das okay. Solltet ihr einen 144 Hz Monitor oder noch höher, 165 oder so haben, weiß ich nicht, ob das dann noch so schön ist mit 60 Bildern. Dann müsst ihr halt die Texturen runterschrauben oder vielleicht spielt ihr auch nur Full HD. Ich weiß es nicht. Aber der Test ist ganz gut. Der ist auch hier unten so aufgeschlüsselt. Dying Light, Fortnite, nochmal Fortnite, GTA 5. Also ihr könnt wirklich gucken, was bringt diese Grafikkarte. Und ja, tatsächlich ist es aktuell so, dass die Gaming OC von Gigabyte die günstigste ist. Ich habe eben die Liste aufgemacht, nach Preis sortiert, ist die günstigste in der Variante. Und die kostet 397,39 Euro bei 0% Shop oder Notebooks billiger oder Amazon. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB, also Dual Channel dementsprechend, zwei Riegel, DDR5, AMD Intel 6000 MTS Kingston Fury Beast CL30. Das wäre dann dieser hier. Ja, da ist jetzt nichts los mit RGB-Beleuchtung oder so, aber 32 GB im DDR5-Bereich mit 6000 MTS und CL30, das ist selten. Das habt ihr so ab, sagen wir mal, 2000 Euro aufwärts oder von mir aus auch 1800 Euro aufwärts, ja. Aber bei einem 1100 Euro System hätte ich es jetzt nicht erwartet, finde ich aber gut, dass er drin ist. Der bringt auch Intel XMP und AMD Expo mit. Das bedeutet für euch, falls ihr mal irgendwann ein BIOS-Update macht, aus welchen Gründen auch immer, und da werden die Einstellungen zerschossen, könnt ihr einfach nur AMD Expo laden und der läuft dann wieder auf 6000 CL30. Und der kostet 111,11 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Kingston KC3000. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB, die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Kioxia. Ja, passt. 1000 Euro System bummelig, 1 TB, yo. Dafür aber auch noch sauschnell. Braucht ihr theoretisch gar nicht. Aber ist schön, dass es drin ist, warum nicht? Wenn ihr mehr Speicher braucht, ich empfehle es immer. Knallt euch noch irgendwie 1 TB zusätzlich rein oder nimmt direkt eine 2 TB SSD. Ihr glaubt nicht, wie schnell das einfach voll ist. Aber das ist überhaupt kein Kritikpunkt irgendwie. Ist so eine persönliche Vorliebe und ich denke, die meisten geben mir auch recht, wie schnell 1 TB einfach weg ist. Und die kostet 78,89 Euro bei Mindfactory. Ein Laufwerk haben wir nicht mit dabei, also CD-ROM-Laufwerk oder sowas. Netzteil 650 Watt Seasonic GC650 80 plus Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist wie der Name sagt 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement, ist also nicht modular. Die Stecker, die nicht gebraucht werden, liegen dann irgendwo unten im Gehäuse, die binden sie wahrscheinlich mit Kabelbinder irgendwie fest, aber sie liegen halt drin, könnt ihr jetzt nicht rausstecken und irgendwie in den Schrank verfrachten, ist jetzt in dem Preissegment auch nicht so schlimm. Was ein bisschen schade ist, es ist jetzt kein ATX 3.0 Netzteil, wo der neue 12 Volt High Power Anschluss schon mit dabei wäre, was ihr hier auch nicht braucht mit der Grafikkarte. Ist halt nur für die Zukunft, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, eine 4080 oder 4080 Super da reinschmeißen will, bringt dieses Netzteil diesen Stecker nicht mit. Ist klar, weil der Stecker selber schon mit 600 Watt konzipiert ist und das Netzteil hat nur 650, das wird dann sowieso nicht richtig funktionieren. Ich hätte es mir aber gewünscht, irgendwie ein 850er reinschmeißen, was schon den neuen Stecker hat, falls man in Zukunft irgendwas aufrüsten will. Aber gut, hier für das System passt das natürlich. Und qualitativ kann ich da auch nicht meckern. Ist die günstige Einsteigerserie von Seasonic, brauchen wir nicht drüber reden, aber ist halt auch ein günstiger PC im Verhältnis. Und das kostet 59,89 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Enderfire Regnum 400 ARGB. Das bringt schon 320 mm Lüfter in der Front und 120er im Heck mit, die sind alle RGB beleuchtet. Es sieht dann ungefähr so aus wie hier auf dem Bild. Also die vier Lüfter auf jeden Fall und der CPU-Kühler auch. Klar, der RAM ist jetzt nicht beleuchtet und es gibt auch keine Enderfire-Grafikkarte und noch kein Enderfire-Board. Aber von der Beleuchtung her passt es gut, weil der CPU-Kühler eben auch beleuchtet ist. Wie ich ja anfangs schon sagte, ist der gleiche Hersteller. Und das hat halt eine Mesh-Front, eine Glasscheibe, ist jetzt nicht so ein Kunststoff-Gedünsel und was weiß ich was. Das System überhitzt nicht. Ja, passt, ist in Ordnung. Wer ein bisschen mehr was fürs Auge will, nimmt ein anderes Case. Könnt ihr auch umkonfigurieren, ist ja völlig wurscht, aber hier passt es gut rein. Und das kostet 90,21 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei, könnt ihr selber installieren. Nehmt euch einfach die Anleitung unten aus der Videobeschreibung, da ich immer so ein Video verlinkt, halt wie man so einen USB-Stick für Windows fertig macht, kauft einen Key bei meinem Partner oder sonst wo, völlig wurscht, installiert es selber. Das Geld könnt ihr euch schenken, was ihr da reinpumpen würdet. Service ist 2 Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall, also kein Pickup und Return. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen oder dem Postboten in die Hand drücken, sofern er Platz in seinem Auto hat.
Wenn ihr in der Großstadt seid und das ist wirklich nur ein Postbote, der die Briefe irgendwie rumbringt, der nimmt das Ding natürlich auch nicht mit. Also es ist jetzt nicht so, als würde die Post das Ding bei euch abholen. Ihr müsst es immer selber irgendwie dahin schaffen. Dafür ist die Rücksendung natürlich kostenfrei. Ihr kriegt ja den Retourenschein. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1055,14 Euro. Und das Ding kostet 1099 Euro, runtergesetzt von 1199 Euro. Und das sind auch so Streichpreise, die nehme ich denen ab. Mal hier ein Huni runtergesetzt. Ja, warum nicht? Da schreiben andere hin, 1000 Euro reduziert. Das ist totaler Quatsch. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, eben der Selbstbau, dieser Preis bezieht sich ja immer auf den Selbstbau. Ihr kauft die ganzen Sachen, da sind auch noch keine Versandkosten drin, irgendwie von den einzelnen Händlern. Ihr kauft jetzt diese Sachen, da kommt ihr am günstigsten für 1055,14 Euro dran. Ja, und für 44 Euro mehr kriegt das zusammengebaut dahingestellt. Klar, da kommt auch noch Versand drauf und so, aber das sind halt immer so diese groben Kosten. Deswegen rechne ich bei Geizhals auch nie Versandkosten mit rein, weil ihr ja auch zum Beispiel bei Mindfactory ab, glaube ich, 150 Euro Bestellwert zwischen 0 und 6 Uhr, ja, das ist tatsächlich so, versandkostenfrei habt und sowas, das müsste ich alles beachten. Da müsste ich mich an eurer Uhrzeit irgendwie orientieren und deswegen nehmen wir immer direkt diese Preise, wie sie da stehen. Und außerdem hat Tubaro auch andere Einkaufspreise. An diesen 44 Euro, die müssen sie ja auch noch versteuern. Mitarbeiter bezahlen, was nicht alles. Die haben andere Einkaufspreise. Deswegen das alles gegenzurechnen, ist Quatsch. Es ist auf jeden Fall ein faires System. Für 44 Euro brauche ich jetzt keine Alternative raussuchen. Ist Quatsch. Das wäre es auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.